Hallöchen! So, heute endlich das Axial-Video. Er ist endlich bei mir angekommen. Habt ihr ja hoffentlich mitverfolgt bei German aus die Playground. Der hat das gute Stück für mich aufgebaut. Es ist aber nicht meiner, sondern es ist der von meiner Frau. Und die ist heute auch mal mit dabei. Ja, und tja, was soll man groß zu sagen? Ich mache mal so einen kleinen Rundumblick. Das ist ein bisschen schnell. So, also Karo ist von Proline, ist eine Dodge Ram Karo, eine 1500er. Lackiert wurde das gute Stück von Hattel. Von, ja, Kanäle sind alle unten drin. Das hat Benny übrigens auch schön gemacht. Mit kleinen Dingern, dass Frau mit Fingernägel das auch besser abkommt. Ja, Karo. Habt ihr ja nun schon auf mehreren Kanälen gesehen, die muss ich ja nicht weiter groß zeigen. Packen wir es mal weg. Ja, was hat Benny gemacht? Also Benny hat im Prinzip das Grundchassis aufgebaut gehabt. Dann hat er halt festgestellt, dass die Karo vom Radstand halt nicht so perfekt ist. Deswegen hat er jetzt hier die Plastiklinks wieder eingebaut gehabt. Motor-Regler-Kombo ist dasselbe wie bei mir. Das gelbe Ding hier oben, das ist das Steuergerät von den LEDs. Funktionieren natürlich auch alle. Ich kann euch das hier mal kurz demonstrieren. Mal kurz. Und ich mal kurz das Licht erlösche. So sieht das Ganze dann aus. Ja, ursprünglich hatte Benny die LEDs ja hier verbaut, von unten. Hat sich aber herausgestellt, dass das schlecht ist. Das wird dann dauernd zerkratzt und so weiter. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, die so einzubauen. Ja. Sonst ist eigentlich im Prinzip das komplett selbe Auto wie bei mir. Wie gesagt, selbe Elektronik, selbes Servo, gleiches Lenkungstuning-Kit. Ja, nur halt verlängerter Radstand. Fahren lässt er sich erstaunlich anders. Das Akkufach ist ja bei mir vorn, hier so ist hinten, die Karo ist ein bisschen höher, aber dennoch ist ja fast durch den verlängerten Radstand, schätze ich, dass es auch eine Rolle mitspielt, ist er ein bisschen stabiler im Gelände als meiner. Muss ich anerkennen. Ja. Sonst, ja, weiß nicht, also meine Frau macht es auf jeden Fall Spaß. Kann ja auch mal was dazu sagen. Wie ist er für dich? Wunderschön. Wunderschön. Fährt sich gut. Ja, danke nochmal an Hattel und an Benny. Super gemacht. Ja, was gibt es da noch groß zu sagen? Ist halt axialtypisch, Top-Auto. Fährt sich echt super. Zuverlässig auf jeden Fall. Weißt, ja, Probefahrten haben wir jetzt schon ein paar hinter uns. Keine Defekte. Hier vorne hat Benny durch den verlängerten Radstand ein bisschen was gemacht. Hat hier ein bisschen rausgedrehmelt an der Ecke. Aber funktioniert einmal frei. Gibt keinerlei Beanstandung. Also, tja. Demnächst werdet ihr dann auch das Auto im Einsatz sehen. Also vor der Kamera. Es wird auch noch das versprochene 1000 Abonnenten-Special kommen. Da bin ich noch ein bisschen am Überlegen, was ich denn nun genau mache. Da bin ich mir nur noch nicht so hundertprozentig sicher. Ja, es wird wahrscheinlich sogar zweiteilig werden. Ansonsten muss ich ja eigentlich zu dem Auto nicht viel sagen. Wie gesagt, nochmal Dankeschön an Haddel für die geil gemachte Karo. Benny für den super Aufbau. Hab eigentlich nichts anderes erwartet von Benny. Super gemacht auch mit den Videos und allem. Alles super geklappt. Ansonsten, tja, demnächst wird noch ein. Ich warte nur noch auf Teile, dann kommt noch ein Kyushu-Update. Und dann könnt ihr euch endlich auf ein paar Trail-Videos und dann wieder ein paar Bash-Videos freuen. Das geht dann jetzt bald wieder los. Das Wetter wird immer besser, sonniger und so. Da wird auch wieder mehr kommen, jetzt hoffe ich. Ja, das soll es soweit eigentlich gewesen sein. Wir machen die Karo nochmal drauf, wenn sie denn passt.
Und ja, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und pack's dann da hoch und dann sage ich dazu nochmal was. Ich probiere es jetzt erstmal. Er hat mir ein paar Anweisungen gegeben. Also mal schauen. Er hat gesagt, so hinstellen, dass ich es lesen kann. So, probieren wir es jetzt auch mal. Und ich glaube,